Ich persönlich glaube ja schon, dass die Welt ohne Religion unbedingt eine bessere wäre. Aber Herr Uthoff, Ihnen ist schon klar, dass es sich bei dem Protest im Iran jetzt nicht gegen Religion per se irgendwie handelt, ne? Also ja, es gibt unter den Menschen, die sich einen Regimewechsel wünschen, auch gläubige Muslime. Genau, es geht um den politischen Missbrauch dieser Religion durch Extremisten. Sie haben vollkommen recht. Sie haben vollkommen recht. Da geht es nicht um Religion. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr froh, nicht wahr? Dass zum Beispiel bei Islamismus, Fanatismus, dem Dschihad, Kampf gegen Ungläubigen, dass das ein Aspekt der Iran-Deutschland-Geschichte ist, für das wir Deutsche mal wenigstens nichts können. Herr von Wagner? Hm? Jihad made in Germany. Haben Sie zu lange an der Dattel gelutscht? Das eine sage ich Ihnen. Ja. An dem Jihad, ja? Hm. Mit diesem Jihad haben wir nichts zu tun, wir Deutschen. Super, super. Halten Sie das. Halten Sie das. Das ist genau, das entspricht genau der Rolle, die ich für diese Tafelnummer auf den Leib gezimmert habe. Welche Rolle denn? Die des ahnungslosen Deutschen. So, kommen Sie mal mit. Wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte. Ja, wir gehen jetzt so in ein Jahr, da waren Sie, glaube ich, so ein kleiner Junge, ne? 1914. Und da gab es zum Beispiel, wurde das hier herausgegeben. Gucken Sie sich das an. El-Jihad, der Jihad. Ja. Was ist das? Gemeindeblatt vom IS? Nein, das ist eine Wochenzeitung aus Deutschland. Ah, und wann liest man die freiwillig? Wenn man mit dem Fokus durch ist, oder? Es ist 1914, die muss man lesen. Wenn man einer von tausenden muslimischen Kriegsgefangenen ist, in einem deutschen Kriegsgefangenenlager im Ersten Weltkrieg, nicht? Da sitzt man zum Beispiel in einem Lager südlich von Berlin, das sogenannte Halbmondlager, und da hat man dann auch die allererste Moschee in Deutschland errichtet. Ah, und da mussten die dann drin glauben? Ja. Sagen Sie, da war der Islam ja damals Teil von Deutschland? Ja, zumindest wenn man als Muslim bereit war, für Deutschland Feinde umzubringen. Und das Interessante ist, mit diesem Blatt, also mit Publikationen wie dem da, da hat man versucht, die muslimischen Gefangenen dazu zu bringen, auf deutscher Seite in den Krieg einzusteigen. Und man hat noch mehr gemacht, man hat auch das hier verteilt. Guck sich das. Ja. O Volk der Schawia, greif an, mit Stolz und Mut, im Dschihad gegen die Ungläubigen des zusammenbrechenden Frankreichs. Der Aufruf zum Heiligen Krieg hat zu erfolgen. Die Engländer sind totzuschlagen. Ja, ja, und das war noch vor Boris Johnson. Das hat man aus Berlin... Aus Berlin hat man das verteilt, überall im Nahen Osten, ganz interessant in der arabischen Welt. Und verantwortlich für diese Propaganda war er hier. Ja, hören Sie mal, das ist doch ein Mullah und kein Deutscher. Das war Max von Oppenheim, Spitzname Abu Dschihad. Der Mann war der deutsche Orientstratege und er wollte aus dem Islam quasi so eine Art politische Kriegswaffe schmieden. Und das Interessante ist, das hat er versucht mit so Denkschriften wie der hier. Ah. Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde. Klingt tatsächlich ziemlich deutsch. Ja. Attentate und Anschläge sind zu erlassen. Mhm. Sie wollen mir jetzt nicht wirklich ernsthaft sagen, dass ein Deutscher den Dschihad erfunden hat. Ja, sehen Sie, Oppenheim wollte die Feinde Deutschlands damals schwächen, indem er in ihren Kolonien, also Frankreich, hier sieht man Großbritannien-Kolonie, nee, Russland-Kolonie, nee, und Italien, in den Kolonien hat er quasi versucht, muslimische Aufstände zu provozieren. Ah, und weil er Deutscher ist, hat er sich gedacht, die gehen alle in die Bibliothek, leihen sein Buch aus und machen Dschihad, oder wie? Ganz genau. Man hat Dutzende von Lesesäle. Schauen Sie, die hat man hier installiert, ja, um dieses Gedankengut quasi zu verbreiten. Es gab sogar im Auswärtigen Amt eine eigene Propagandaabteilung dafür. Chef war er hier und er war seine rechte Hand. Ah, das ist aber jetzt Müller. Das ist Kaiser Wilhelm. Zugegeben, er hat sich in Schale geworfen, nicht? Weil er hat dann, nicht, sich in Konstantinopel 1898 damals zum Freund aller 300 Millionen auf der Erde lebenden Mohammedaner erklärt. Und das war vor Facebook. Hören Sie mal, Sie wissen schon, dass ein christlicher Kaiser nicht die Muslime zum Dschihad aufrufen kann, auch wenn er sich eine muslimische Batschkap auf den Kopf setzt. Ja, ja, ja. Deswegen hat er es im Verbündeten den türkischen Sultan machen lassen. Und hier sieht man, in Konstantinopel wird dann 1914 im November der Krieg gegen die Ungläubigen ausgerufen. Sind Sie bei Herr von Wagler? Ja, ja. Ungläubige, das waren schon auch wir, oder waren wir unter Kaiser Wilhelm Moslems? Ja, es war ein spezieller Dschihad. Also der galt allen Ungläubigen, also außer den Verbündeten der Türkei, also Deutschland und Österreich. Meister Schnitzel sind ja nicht wirklich halal, oder?
Naja, Wiener Schnitzel mit dem richtigen Kalbfleisch, darum geht's jetzt doch nicht. Deutschland hat dann quasi Agenten in den Nahen Osten geschickt. Ja, die sollten da dann Attentate verüben, Pipelines hochjagen, um eben na, bei den muslimischen Einheimen die Lust auf einen Aufstand nicht so reinzufachen. Warum habe ich davon noch nie was gehört? Weil es nicht funktioniert hat. Also die Muslime hatten einfach keinen Bock auf Dschihad. Also außer ein paar in Iran. Das ist aber jetzt ein Deutscher, das erkenne sogar ich. Ja, das ist richtig. Das ist Wilhelm Wasmus. Hey, Wilhelm Wasmus war deutscher Konsul und Geheimagent. Ah, James Blond. Unterwegs im Auftrag seiner Majestät. Und er hatte einen blutigen Aufstand, nicht? Im Iran gegen die Besatzung der Briten. Nee, hat er angeführt. Moment. Aber dann hat ja der deutsche Dschihad eigentlich nur den Iranern dabei geholfen, sich gegen das verhasste britische Kolonialregime zu wehren. Es war also nicht alles schlecht am deutschen Dschihad. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Dieses Gedankengut hat dazu geführt, dass im Osmanischen Reich quasi der Hass auf christliche Minderheiten, der hat sich gesteigert. Sehen Sie, und der hatte quasi seinen Anteil an dem Völkermord an den Armeniern, Assyrern und Griechen. Ja gut, okay, aber das, so war der deutsche Dschihad doch nicht gemeint. Ich meine, da sollten doch nur ein paar ungläubige Franzosen, Russen und Briten getötet werden. Das mit den Armeniern hat Deutschland wahrscheinlich gar nicht gewusst. Gucken wir mal. Unser einziges Ziel ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Zitat Reichskanzler Bethmann-Vollweg 1915. Wir haben also in der Geschichte Deutschlands und Irans jahrzehntelang ein brutales Mullah-Regime mit unseren Geschäften finanziert. Ja. Ja, haben also denen auch noch diplomatisch möglichst sanft das Händchen gehalten und ihnen auch noch den Gedanken des Dschihad nahegebracht. Ja. Herr von Wagner, könnte ich nicht zur Entspannung mal wieder die USA spielen? Nein, Herr Uthoff, der Hut bleibt auf. Ach, verdammt. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Willst du Kalima TV bei der Arbeit und Dauer unterstützen und dir so einen gewaltigen Lohn bei Allah sichern? Das kannst du mit TP-Stream, mit einer monatlichen Spende. Oder PayPal, wenn du eine einmalige Spende dalassen willst. Mit Amazon kannst du uns auch mit einer Sachspende supporten. Nutze die Chance, um diese wundervolle Arbeit zu unterstützen. Alle Links zu den Spenden findest du in der Videobeschreibung. Barakallahu fikum, möge Allah eure Spenden annehmen. Vielen Dank.